heute male ich ein Bild im Vintage-Stil. Dafür brauche ich Farben, dunkelbraun, lichtocker, schwarz und weiß. Zuerst male ich einen Hintergrund und versuche das Bild alt aussehen zu lassen. Mit verschiedenen Schriften, Kreisen, Strichen und so weiter. So, jetzt die zweite Schicht, braun und ocker, mit Wasser verdünnt, komplett das ganze Bild mal damit abdecken. Jetzt wird die Farbe mit einem nassen Tuch leicht ausgewaschen und es gibt nochmal einen Tick von alt aussehen. Jetzt ein paar Tropfen Wasser über die ganze Fläche verteilen, schön einziehen lassen und dann hinterher mit dem Tuch austupfen. Nach dem Trocknen kommt die letzte Schicht. Ich male ein paar Blumen drauf in schönem Weiß und leicht rosa Farben. Das wird das Ganze mal schön zum Leuchten bringen. Jetzt kommt noch ein bisschen Türkis dazu, ein bisschen knallige Farbe schadet nicht.
So, das ist jetzt das Ergebnis. Ich bin voll zufrieden damit. Ich hoffe, das gefällt Ihnen auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.